Das ist so viel Geld, oh mein Gott, ey. Alles gefunden einfach, das muss man sich mal vorstellen. Zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, wie ihr seht, heute mal indoor und nicht draußen unterwegs mit dem Metalldetektor, denn heute wird endlich das ganze Geld gezählt, was ich in den letzten Jahren mit dem Metalldetektor finden konnte. Ihr seht schon, es sind hier einige Kästen. Das hier ist zum Beispiel das, was wir an der Ostsee jetzt gefunden haben. Und ich bin selber gespannt, wie viel es ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe es schon ein bisschen sortiert gehabt, immer wieder. Aber ja, wie viel es letztendlich ist, das weiß ich nicht. Und ja, das ganze Geld wird auf jeden Fall gespendet. Ihr müsst auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, dann wisst ihr wohin und so. Und im Laufe des Videos werden wir das ganze Geld erstmal zählen. Dann werden wir es auch ein bisschen sortieren, werden uns die Sondermünzen angucken, die wir auch teilweise gefunden haben. Wie zum Beispiel hier in einem der letzten Videos in Prero haben wir diese Münze hier gefunden. Und da kamen ganz, ganz viele Kommentare, dass die ja so 1800 Euro wert sei und so. Aber ja, nur weil die bei eBay drin steht für 1800 Euro, heißt es noch nicht, dass die wirklich so viel wert ist. Weil zu einem Angebot muss auch eine gewisse Nachfrage vorhanden sein. Und die ist bei den ganzen eBay-Verkäufern halt einfach nicht gegeben. So, ich habe mir auch mal angeguckt, was so die wertvollsten 2-Euro-Münzen sind. Und wir werden sehen, ob wir davon vielleicht ein oder andere drin haben. Aber diese gehört hier zum Beispiel nicht zu den wertvollsten 2-Euro-Münzen. Es gibt natürlich immer irgendwelche Fehlprägungen und so, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass da eine Fehlprägung dabei ist. Ja, wie auch immer, ich werde jetzt erstmal die ganzen Sachen hier zählen. Ich habe das hier, wie gesagt, schon ein bisschen sortiert. Wir haben hier ganz viele 2-Euro-Münzen in einem Behältnis, dann 1-Euro-Münzen, 50-Cent-Münzen, 20-Cent-Münzen. Ihr seht, das sind schon einige mehr und die 10-Cent-Münzen sind am meisten. Da haben wir ja auch noch ein bisschen 5-, 2- und 1-Cent-Münzen. Die findet der Detektor aber nicht so gut, deswegen habe ich davon auch nicht so viele gefunden. Ja, und ihr müsst euch einfach mal vorstellen, zu den ganzen Münzen, die jetzt hier auf dem Tisch stehen, musste ich jedes Mal ein Loch graben, mich jedes Mal bücken und ich sag mal so, auf jede Münze kommt mindestens 5 bis 10 Mal Müll. Dann könnt ihr euch mal vorstellen, was das insgesamt für eine Arbeit war, überhaupt so viel Kleingeld zu finden. Wie auch immer, ich freue mich, das ganze Geld jetzt endlich zu zählen und es dann letztendlich zu spenden. Wir haben ja richtig viel auf Spielplätzen gefunden und an Stränden und sowas und ich bin einfach gespannt, wie viel so die letzten Jahre dazu kam. Das ist jetzt so das Geld aus den letzten ungefähr 2 Jahren, was ich gefunden habe. Genau, dann würde ich sagen, ich werde jetzt erstmal dieses Geld hier von der Ostsee hier reinsortieren und dann machen wir uns ans Zählen von allen. Ja, das Geld ist jetzt sortiert und ich würde sagen, ich zähle jetzt die ganzen Kästchen hier einzeln und dann werde ich die anschließend addieren, sodass es für mich einfacher ist und ich mir nicht so viel Zahlen merken muss. Und wir fangen bei den 2-Euro-Münzen an. Also das ist, glaube ich, mehr Geld am Ende, als man eigentlich denkt. Deswegen bin ich sehr gespannt. Und ich sehe schon, hier hat sich eine Münze eingeschlichen, die keine 2 Euro sind. Das sind 10 Baht aus Thailand und die sehen einfach fast exakt aus wie eine 2-Euro-Münze. Ja, da werden ab und zu auch mal Touris verarscht, aber wir lassen uns davon nicht verarschen, die gehört nicht dazu. So, ah, noch eine 10-Baht-Münze. Schön. So, da fällt mir schon hier die erste Sondermünze auf, aber die werden wir am Ende nochmal extra sortieren. Deswegen wirklich jetzt erstmal zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50. Okay, das hier sind schon einfach mal 50 Euro. Ja, dann werden das hier wahrscheinlich locker über 100 Euro wert sein. Das ist schon mal krass. 2, 4, 8, 24, 30, 40, 48, 50. Okay, das sind schon mal jetzt 100 Euro hier. Dann nochmal 2, 4, 6, 80, 4, 48, 48 und nochmal 50. Okay, 150 Euro haben wir jetzt schon. Das ist wirklich heftig. Und dann kommt hier noch ein bisschen was dazu. 26. Das heißt, wir haben jetzt schon mal 176 Euro hier. Das hier sind 2 1-Euro-Stücken, die haben sich reingeschummelt. Passiert. Die mache ich jetzt erstmal wieder hier rein. Und dann schreibe ich mir das auf, dass ich das nicht vergesse. So, wir haben 176 Euro. Das waren die 2-Euro-Münzen. Und jetzt geht es an die 1-Euro-Münzen. Die sind etwas leichter zu zählen nochmal. So. Also es sind mindestens doppelt so viele. Das heißt, es können jetzt mal auch ungefähr nochmal 150 Euro werden. Aber werden wir gleich sehen. Das ist nur mein Tipp. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr so tippt, was jetzt insgesamt hier alles auf dem Tisch liegt. Mein Tipp wären vielleicht, ich weiß nicht, 400 Euro ungefähr. Aber das werden wir dann am Ende sehen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
50. Da sind schon mal 50. 1, 2, 50. 50. 100 Euro. Okay, ich glaube, mit 150 Euro als Tipp komme ich da relativ dicht ran. Hier hat sich noch ein 10-Cent-Stück eingemischt. Und weiter geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 49, 50. 150 Euro, okay, es sind doch ein bisschen mehr als gedacht. 1, 2, 4, 5, 6, 28. 178 Euro. Also 2 Euro mehr als die 2 Euro Stücken, das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht. Es müssten ja genau 2 Stücken mehr sein dann, oder? Ja. Gut, weiter geht es mit den 50 Cent Stücken. Die werde ich einfach zählen und dann die Summe durch 2 rechnen, dann habe ich die Euros, ist einfacher. Okay, 1, 2, 50, also schon mal 25 Euro. So, 1, das sind 20 Cent. 50. Das heißt, wir haben jetzt 100 mal 50 Cent, das heißt 50 Euro. Und jetzt sind hier noch ein paar übrig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also nochmal 5,50 Euro. Das heißt, wir haben 105,50 Euro, richtig? Ne, es waren 150 Cent, also 55,50 Euro. Gut, dann packe ich die auch wieder ein und dann geht's an die 10 und 20 Cent Münzen. Das sind nochmal um einiges mehr als die 2,50 Euro Stücken. Wie ich die zähle? Ich denke mal, ich werde die ganze Anzahl zählen und dann einfach durch 5 rechnen. Damit ist es wahrscheinlich dann auch insgesamt wieder leichter. Ui, das ist eine Menge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 50. Also 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 45, 50, also 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 49, 50. Das sind jetzt 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50. Okay, wir haben jetzt 250, das heißt, das sind 50 Euro. Hier sind aber noch ein paar. Okay, ich schreibe trotzdem schon mal 50 Euro auf. Zack. 1, 2, 3, 4, 25. 25. 25 sind 5 Euro. Und nochmal 20 Cent sind 5,20 Euro. Also haben wir insgesamt 55,20 Euro an 20 Cent Stücken. Auch schon krass. Jetzt geht's wieder dran, die ganzen 20 Cent Stücken wieder einzupacken. Schau. Zack. Und gleich geht's weiter mit den 10 Cent Stücken. Was schätze ich, wie viele werden das werden? Ja, 25 Euro. Könnte ich mir vorstellen. Werden wir gleich sehen. Das ist so viel Geld, oh mein Gott, ey. Alles gefunden einfach, das muss man sich mal vorstellen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50. 50, also 5 Euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50. 50. 10 Euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 50. Also schon mal 150 mal 10 Cent sind 15 Euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50. 200, also 20 Euro. 200 Stück einfach. 1, 2, 49, 50, 250 Stück, 25 Euro, 1, 2, 4, 3, 11, ui, auch nicht schlecht, die Münze lassen wir drin, 11, 50, 300 sind wir, glaube ich, also 30 Euro, 300, ich war hier, 50. 350. 1, 2, 3, 4, 50. Ups. 350? Oder waren wir schon bei 350? Zum Glück habe ich das Video. Also ich glaube 350, aber so langsam komme ich auch durcheinander.
Oder sind wir schon bei 400? Ich glaube, wir sind schon bei 400. Sagen wir 400, runden wir mal auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50, 450. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 458. 45,80 Euro. So, 45,80 Euro. Okay. Und dann bleibt am Ende nur noch hier dieser kleine Haufen übrig. Das sind 1, 2 und 5 Cent Stücken. Die zähle ich schnell für mich selber, weil das ist ein bisschen uninteressant, glaube ich. So, das Kupfergeld waren jetzt insgesamt nochmal 2,75 Euro in 5 Cent Stücken, 72 Cent in 2 Cent Stücken und 35 Cent in 1 Cent Stücken. Damit hätten wir das auch noch gezählt. Und wenn man dann alles zusammen addiert und jetzt kommst, sind es insgesamt 514,32 Euro. Das ist wirklich eine richtig unfassbare Nummer. Also das ist wirklich richtig krass. Andererseits muss man dazu auch sagen, ich habe die letzten Jahre fast nichts anderes gemacht. Gut, ich habe jetzt auch nicht nur nach Kleingeld gesucht und so, aber ich war ja wirklich sehr oft suchen. Aber damit ist es noch lange nicht vorbei, denn jetzt gucken wir uns mal die ganzen Sonderzeichen an und sowas. So eine hier zum Beispiel. Und da gibt es echt sehr interessante Bilder hinten drauf. Und das werden wir uns jetzt sofort angucken. Das heißt, ich lasse die Kamera dabei aber wirklich nicht an. Ach, guck mal hier, das ist nämlich auch ziemlich cool. Hier, so. Und dann, ja, wie gesagt, ich werde mir die Sachen raussuchen, die ich persönlich noch nicht so oft gesehen habe. Auch bei den 2 Euro Münzen, 50 Cent Stücken, bei allen anderen Münzen. Ich fange jetzt hier nur mit den 10 Cent Stücken an, weil die schon auf dem Tisch liegen. Und dann werde ich euch die wieder dazu holen und dann werden wir uns mal gemeinsam alle besonderen Münzen angucken. Und vielleicht ist ja sogar eine Sondermünze dabei, die ein bisschen mehr wert ist. Das können wir ja dann auch noch googeln, falls sowas dabei ist. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ich werde jetzt nochmal alle hier Münzen umdrehen und mir genauer angucken. Puh, also ich glaube, das hat jetzt über eine Stunde gedauert. Vielleicht hätte ich mir doch nur die 2-Euro-Münzen angucken sollen, weil da habe ich jetzt auch am meisten gefunden, die mir persönlich nicht bekannt vorkamen oder die irgendwie tendenziell was Besonderes sein könnten. Ich glaube, bei 50 Cent habe ich nur eine gefunden, deswegen weiß ich nicht, ob das ein bisschen verschwendete Zeit war. Egal, ich habe sie mir genommen, die Zeit, und deswegen zeige ich euch jetzt mal alles, was wir hier so an besonderen Münzen haben vielleicht. So, fangen wir an bei diesen Münzen hier. Ich vermute, das müsste Zypern sein. Ich glaube, als ich mal tauchen war und nicht erfolgreich ein Video aufgenommen habe, da habe ich die mal in die Story gepackt und da haben ganz viele von euch mir geholfen. An der Stelle ganz kurz Werbung in eigener Sache. Guckt auch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da heißen wir genauso wie auf YouTube, nur halt mit einem UE statt einem Ü. Da könnt ihr manchmal Postings von hinter den Kulissen sehen. Zum Beispiel diese Münze habe ich gefunden, als kein Video entstanden ist. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das einfach auf Instagram hochzuladen, beziehungsweise irgendwelche Sachen in die Storys zu stellen. Und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, dann guckt da gerne vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann machen wir mal weiter mit den Sondermünzen, die wir hier haben. Genau, zu der Münze hier haben wir auch noch die passende 50 Cent Münze. Das müsste auch Zypern sein. Und dann haben wir hier noch 3x 10 Cent aus, was ist das hier, Litauen? Ich weiß es leider gerade gar nicht. Ihr korrigiert mich garantiert in den Kommentaren. Dafür bin ich auch immer dankbar. Da habe ich schon eine Menge gelernt. Davon haben wir 3 Stück. Dann haben wir hier noch ein paar, kann auch Lettland sein, ne? Da haben wir auch welche, die mir halt nicht bekannt vorkamen. Deswegen habe ich die mal mit reingenommen. Werden jetzt keine Sondermünzen sein, aber ich finde das Motiv einfach ziemlich cool. Dann haben wir noch welche aus Slowenien. Die fand ich auch relativ cool. Und das war es auch schon mit den 10, 20 und 50 Cent Münzen. Dann kommen wir auch schon zu etwas größeren Währungen. Einmal hier dieses 1-Euro-Stück haben wir auch an der Ostsee gefunden. Das ist 1 Euro aus Finnland. Hattet ihr auch in den Kommentaren geschrieben. Dankeschön an der Stelle. Dann haben wir hier ganz viele 2-Euro-Stücken aus den verschiedenen Bundesländern. Die wollte ich einfach nochmal dazu nehmen, weil mir die Motive ziemlich gut gefallen. Finde ich ziemlich cool. Sind jetzt aber sicherlich auch keine klassischen Sondermünzen. In dem Fall auch nicht mehr wert als 2 Euro. Dann haben wir hier noch welche. Die spanischen 2 Euro habe ich einfach mit reingenommen, weil ich die noch nicht so gesehen hatte. Auch diese spanischen 2 Euro kamen mir nicht bekannt vor. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so eine schon mal gesehen habt. Ich jedenfalls vorher noch nicht. Na gut, ich muss sie ja gefunden haben, also irgendwie werde ich sie gesehen haben, aber jedenfalls unterbewusst. Und dann haben wir hier nochmal den Helmut Schmidt, auch eine schöne Münze. Gefällt mir persönlich auch relativ gut, aber wird jetzt auch nicht viel wert sein. So. Hier ein paar andere Münzen noch, und zwar 50 Jahre Kniefall von Warschau. Die haben wir auch zweimal. Die sehen auch relativ gut erhalten aus. Aber ich denke mal, die wird auch nicht so viel wert sein. Wahrscheinlich 2 Euro. Und diese Münzen hier ebenfalls. 25 Jahre deutsche Einheit. So, die haben wir dreimal. Einmal auch nicht so gut erhalten. Aber das Motiv gefällt mir auch ziemlich gut. Und dann die Münzen, die mir wirklich überhaupt nicht bekannt vorkamen. Republik Österreich.
könnte ein bisschen kleiner gewesen sein, die Auflage. Hier nochmal 30 Jahre Mauerfall, leider nicht mehr gut erhalten. Davon gibt es auch Fehlprägungen, weiß ich, aber das wird keine sein. Die Sterne sehen auch alle ganz gut aus. Und natürlich hier am Ende nochmal die Münze, die wir in Prero gefunden haben, die auch bei eBay ein paar Mal für, weiß ich nicht, 1800 Euro drin steht, die aber leider auch nicht mehr wert ist als 2 Euro. Ich glaube, die Auflage von dem hier sind irgendwie 4 Millionen Stück und das ist viel zu viel, um irgendwie wertvoll zu sein. Genau, an der Stelle, falls euch das Video bis hierhin schon mal gefallen hat und falls ihr nicht damit gerechnet habt, dass es so viel Geld ist tatsächlich, was ich gefunden habe, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und ein Abo für diesen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr fragt euch sicherlich, wie es jetzt weitergeht. Die Sondermünzen, die werde ich beiseite packen, die werde ich nicht einzahlen. Ich werde mir aber den genauen Betrag hier nochmal vermerken. Das waren jetzt insgesamt 500,14 €. Das wird jetzt bei irgendeiner Zentralbank eingezahlt. Das könnte man theoretisch auch bei Edeka machen, aber da muss man irgendwie 9 oder 10% Abgabe zahlen, beziehungsweise Gebühren bezahlen. Und das wären bei 500 Euro, wären das einfach mal 50 Euro, die ich da an Gebühren zahlen müsste. Da habe ich keine Lust drauf, deswegen gehen wir jetzt zur Bank, zahlen das ein. Und das hier zahle ich dann obendrauf noch auf jeden Fall. Achso, apropos obendrauf zahlen, es hatten ja noch einige Leute in den Livestreams gespendet und so. Da werde ich dann auf jeden Fall auch noch einen Betrag addieren. Es gab auch einige, die haben privat nochmal geschrieben, dass sie was dazugeben möchten. Aber ich werde dann einfach mal in die Beschreibung dieses Videos hier die Konten der Organisation reinschreiben, an die das Geld geht. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, auch selbst noch was dazugeben. Ich glaube, das ist die beste Variante. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich, wenn ich das ganze Geld einzahle. Und ja, ich bin gespannt, wie stark ich mich verzählt habe. Mal sehen. So, es ist endlich soweit, Tag der Einzahlung. Ich habe ewig gebraucht, um irgendwo eine Stelle zu finden, wo man das einzahlen kann, das Geld. Ich hoffe, dass wir jetzt eine gefunden haben. Wir sind jetzt hier bei der Postbank und ich habe irgendwie ein Konto da. Jedenfalls habe ich es eigentlich gekündigt, aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung, hat irgendwie nicht geklappt. Aber deswegen können wir jetzt vielleicht auch einzahlen, das Geld. Und ja, das probieren wir jetzt. Ich habe hier einen vollen Geldkoffer. Darf ich nicht so offensichtlich zeigen, nicht, dass der mir geklaut wird oder so. Und da werden wir jetzt einfach mal versuchen, das ganze Zeug einzuzahlen. Ich hoffe, es klappt. Wir sehen uns gleich, vielleicht drinnen hoffentlich. Hallöchen. Sie hatten doch mal einen Kleingeldsammelapparat, oder? Ja. Haben Sie den nicht mehr? Nein, da waren zu viele Knöpfe, Hypoklammern und diverses. Ah, okay, und gut da zu wissen. Waren die Reparaturkosten höher als ja. Der Nutzen. Okay, verstehe. Schade. Wir haben jetzt nur die Möglichkeit, entweder Sie rollen es alles oder Sie nehmen es in Kauf und fahren zur Landeszentralbank. Okay. Dort können Sie es so abgeben, wie es ist und wird dann im Konto abgeschrieben. Okay, dann probiere ich das mal. Ja, dankeschön. Bitte vor dem Internet wegen den Öffnungszeiten. Ein Termin wahrscheinlich auch, ne? Ja. Termin brauchen Sie nicht, aber okay. Die haben so seltsame Öffnungszeiten. Okay, gut, dankeschön. Dann schönen Tag noch. Genau, danke. Okay. Ja, aber da bezahlt man 10%. Ja, okay. Ja, aber dankeschön. Dann zur Not muss ich so machen, ja. Okay. Aber danke. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der Kleingeldsammelautomat ist nicht mehr dort. Bei Maps als Bild war er noch drin, aber die haben den wohl abgebaut, weil zu viele Büroklammern so drin gelandet sind. Das heißt, es hat wieder nicht geklappt. Jetzt müssen wir zur Landeszentralbank, probieren es da, falls sie überhaupt offen haben. Wir sind halt auch nicht ständig hier, so. Das ist jetzt eigentlich unsere einzige Möglichkeit. Ansonsten fahren wir zu irgendeinem Edeka und müssen das halt für 10% dort einzahlen. Wären dann halt über 50 Euro Gebühren, aber da müssen wir dann halt leider durch. Ist nicht ganz so leicht leider, aber wir schaffen es schon irgendwie. Ach man. So, wir sind jetzt bei der. Oh Gott, ey, schlimmer kann es nicht laufen. Wir sind jetzt bei der Zentralbank angekommen. Jetzt ist mir dieses Schälchen hier mit den ganzen kleinen Centmünzen mitten auf der Straße runtergefallen. Ich raste aus, ey. Ah, ich will doch nur das Geld einzahlen. Das kann doch nicht so schwierig sein. Ja, ein bisschen Verlust haben wir gemacht. Da ist was reingefallen. Magnet habe ich jetzt auch nicht bei. Oh Mann. Tja, das Geld liegt auf der Straße. So, das sollte es. Ah ne, da liegen noch ein paar Sachen. Das sollte es jetzt wieder sein. Vielleicht habe ich auch was übersehen. Ah ja, das Handy sollte ich mitnehmen vielleicht. Das wäre nicht schlecht. Okay, dann wollen wir mal jetzt unser Glück probieren. Also jetzt langsam reicht's. Mir ist das Geld nochmal runtergefallen, weil da nochmal 5 Cent lagen. Ich habe mich nochmal gebückt und wieder alles verloren. Ey, das ist also blöder kann man sich aber auch nicht anstellen, verdammte. Okay, wenn ich jetzt was übersehen habe, dann bleibt es liegen. Nicht, dass mir noch ein drittes Mal unterfällt. Ah. Ja, soviel zu dem Thema. Ich komme nicht rein ohne Termin. Habe natürlich keinen Termin. Wir sind auch nicht stationär hier. Das heißt, wir sind unterwegs. Und es ist jetzt mir nicht möglich, hier einen Termin zu machen, ein paar Tage nochmal zu kommen, weil wir weiterfahren. Gut, dann halt jetzt zu irgendeinem Edeka und dann mit 9 oder 10% Gebühren. Geht nicht anders. Habe ich jetzt aber auch keine Lust drauf, mich noch mehr Tage damit zu beschäftigen, weil es einem einfach so schwer gemacht wird, so ein paar Münzen einzuzahlen. Egal, geht nicht anders. Ab zu Edeka. Tut mir leid, aber ist jetzt so.
hoffen wir, dass es jetzt funktioniert. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich die 5, 2 und 1 Cent Stücken nicht mehr habe. Das liegt daran, dass dann Obdachloser an der Straße war und ich ihm das einfach in den Becher geschüttet habe. Ja, aber das ist noch alles vollständig hier. So, na, dann wollen wir mal probieren. Wie funktioniert der Spaß hier? Okay. Hier, 9,9% des Gesamtwerts werden als Wechselgebühr genommen. Na toll. Okay, geht nicht anders. Saubere und unbeschädigte Münzen. Ja, wollen wir mal sehen. Okay, ich bin gespannt, das funktioniert. Okay. Also die Münzen, die werden wir erstmal beiseite machen. Das waren die einigermaßen besonderen mit den Prägungen, die ich nicht kannte. Da werde ich am Ende nochmal entscheiden, ob wir die auch einzahlen. Ja, ne? Wie bitte? Oh, danke. Cool. Es gibt eine Spende dazu. Sehr schön. So, ich probiere das jetzt einfach. Also ich mache jetzt hier akzeptieren und dann... Ich will auch was haben. Ich würde sagen, wir probieren es erstmal einmal, oder? Okay, okay. Guck mal hier. Da zählt er genau, welche Münzen reinkommen. Aber das sieht erstmal ganz gut aus. Kommt hier auch was raus? Nö. Also bis jetzt hat er alles angenommen, das ist schon mal schön. Oh, ist das rausgekommen? Okay. Die nimmt er schon noch. Verdammt. Okay, machen wir später. Ob wir schon einen Rekord haben? Ich weiß nicht. Ich glaube, hier hat noch nie jemand so viel eingezahlt. Guck mal, ist schon ordentlich, aber theoretisch müssen es, also ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich gezählt habe, ist schon ein bisschen her jetzt, aber es waren fast doppelt so viel, würde ich sagen. Mal gucken. Okay, die letzten Münzen gehen jetzt da rein. Okay, so, was macht er hier, was sagt er? Alter, guck mal, wie viel 10 Cent Stücken. 410 Cent Stücken einfach. Und ihr müsst euch vorstellen, dass ich mich für jedes einzelne Geldstück gebückt habe, beziehungsweise hingekniet habe. Weil ich habe es ja alles gefunden. So, das waren ordentlich Kniebeuge. Okay. Mhm. Das hier hat er jetzt noch nicht genommen. Sieht, mal, manches sieht eigentlich ganz sauber aus. Wir probieren es einfach nochmal. Ja. Ein bisschen nimmt er an, ein bisschen nimmt er auch nicht an. Aber ich finde, das geht noch. Das ist jetzt nicht so viel, was er nicht annimmt. Okay. So, jetzt müssen wir noch mal gucken, was wir hiervon auch weggeben. So, da waren jetzt halt irgendwelche schöneren Prägungen bei. Das ergänzen wir dann natürlich im Nachhinein noch. Also das wird nicht irgendwie von der Spende abgezogen oder so. Das hier ist Spanisch, das ist nicht so wichtig. Das hier sieht schön aus, das sieht eigentlich auch schön aus. Das, ja, machen wir weg. Das und das hier, ach komm. Die kleinen Sachen hier, die können wir, glaube ich, alle wegmachen. Das ist halt so ein bisschen, habe ich euch ja gezeigt, was dabei ist. So, machen wir weg. Finnland, na los, Finnland kommt weg. Bremen, na komm, Bremen kann weg. Aber die hier behalten wir, die sind schön. Das sind jetzt... 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, genau 20 Euro, können wir uns ja merken, das kommt auch oben drauf auf jeden Fall. Okay, das ist jetzt der Endbetrag. Ich bin ein bisschen irritiert, ich dachte, das wären 500 ungefähr. Aber ich weiß ehrlich gesagt, also wie gesagt, das Zählvideo, das was ihr vorher kurz gesehen habt, das ist schon jetzt ein paar Wochen her, deswegen weiß ich nicht ganz genau mehr, wie viel es war. Aber ein bisschen was hat er auch nicht angenommen. Und zwar, upsala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Euro hat er nicht angenommen. Das finde ich okay. Ich probiere es nochmal, aber... Ja, ich glaube, da ist er sich einig. Okay, alles klar. Dann nehmen wir das mit.
dann holen wir uns an der Kasse die Auszahlung. Und wie ich das ganze Geld spende, das zeige ich euch am PC, weil das mache ich jetzt nicht sofort. Ja, ihr könnt gespannt sein. Bis gleich. Hallo, einmal nur das bitte. Okay. Die Nummer 8. Die Nummer 8? Ja. Okay. Ah ja, danke schön. Das ist bei mir auch da. Oh. Kasse 4, so gerne. Kasse 4, ja? Okay. Ja. Okay, dauert das hier noch lang? Nein, der wäre nur eine Ausschau, dann fahren wir eine Frau. Okay, nee, nur weil ich habe Pause, deswegen. So, einmal unterschreibst du beide. Ja. Warte so mal eine Sekunde, junge Dame. Ich kann nur eins. Sorry, sorry, sorry. So, 50, 100, 150, 2, 50. Hier geht's. 3. Ihr könnt ruhig schon gehen. Vier. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Dankeschön. Tut mir leid. Dann schönen Tag noch. Dankeschön, ja. Oh Mann, ey. Ganz schwere Geburt. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Bargeld in der Hand. Fühlt sich ganz unangenehm an. Das hat so lange gedauert. Heilige. Ich habe auch alle aufgehalten. War gar nicht so leicht, das Geld einzuzahlen, aber jetzt hat es endlich funktioniert. Ich glaube, es waren jetzt 436 Euro und ich hatte mich ja gewundert, warum es nicht über 500 Euro waren. Ich glaube, 27 Euro konnten nicht eingezahlt werden, beziehungsweise 20 habe ich nicht eingezahlt, weil die Motive auf den 2-Euro-Münzen so cool aussehen. 6 Euro oder 7 Euro wurden nicht angenommen und dann waren es fast 50 Euro Wechselgebühr. Ich blende es euch nochmal ein, den Bon hier. Ja, jetzt ist das ganze Geld endlich in meiner Verfügung und wir sehen uns jetzt gleich, wenn ich das Ganze spenden werde. So, endlich ist es soweit. Wir werden jetzt das Geld spenden und ich habe mich für Kalipay Germany entschieden. Das ist ein Kinderheim für Kinder auf den Philippinen. Warum auf den Philippinen? Da sind schätzungsweise über 1 Million Straßenkinder zurzeit und die haben es besonders gerade jetzt sehr, sehr schwer, haben keinen Zugang zu Bildung, keine Sicherheit, keine Gesundheitsabsicherung oder sonst was. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Warum? Weil mich Lukas angesprochen hatte. Liebe Grüße an der Stelle. Lukas und Lea, die fahren gerade sehr, sehr lange mit dem Fahrrad rum, machen eine Tour mit dem Fahrrad auf die Philippinen, um Spendengelder zu sammeln. Und ich habe mit Lukas eine Videokonferenz gehabt. Er hat mir das alles erklärt. Und ja, das Geld wird für ein Spielzimmer in diesem Kinderheim genutzt, um das einzurichten und so. Und besser könnte es ja nicht sein, weil das ganze Geld, was ich gefunden habe, kommt ja quasi fast komplett von Spielplätzen bzw. auch von Stränden, aber ich gehe davon aus, dass der Großteil von Kindern verloren wurde und ich finde es einfach cool, wenn das wieder an Kinder geht, das Geld, und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Keine Frage, es gibt noch andere Bereiche, die auf jeden Fall Geld benötigen, da kann man nie alles abdecken, aber ich habe mich jetzt, wie gesagt, dafür diese Organisation entschieden, weil ich genau weiß, wofür das Geld genutzt wird, dass 100% ankommt, dass die Transaktionskosten von der Sparkasse übernommen werden, und ja, ich werde jetzt nicht lange drum rumquatschen, außer nochmal schaut unbedingt mal bei Biking for More auf Instagram vorbei. Die dokumentieren ihre Reise mit dem Fahrrad und ja, wenn ihr selber was spenden wollt, was ich natürlich sehr cool fände, dann schaut gerne mal in den Link in der Beschreibung vorbei. Es ist kein Muss, ich will kein Zwingen, aber ja, hier gibt es auch auf der Spendenseite, die ich euch verlinkt habe, ein kleines Video, das könnt ihr euch gerne mal angucken, und eine Beschreibung, worum es überhaupt genau geht. Ich habe es ja jetzt nur angerissen. Wir wollen nicht lange drum rumquatschen, das Video geht ohnehin schon sehr, sehr lange. Tut mir leid an der Stelle, es ging wahrscheinlich nicht kürzer zu schneiden, sonst hätte ich es gemacht. Und ja, wir werden das Ganze jetzt einfach mal machen, spenden. Und wir haben ja insgesamt jetzt um die 500 Euro gehabt, eingezahlt. Und ich werde mich dazu entscheiden, daraus 700 Euro zu machen. Da gibt es gerade so ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen verschiedenen Projekten. Und die Projekte, die besonders gefragt sind, besonders viele Spenden kriegen, die werden nochmal unterstützt von der Sparkasse. Dann kann die Spende noch einen höheren Impact haben. Und das finde ich ganz gut. Deswegen machen wir 700 Euro draus und hoffen, dass es auch ja, dazu beiträgt, dass sie vielleicht noch ein bisschen mehr Geld für diese gute Sache kriegen können. Und genau, dann werde ich jetzt meine ganzen Daten hier eintragen und euch am Ende nochmal den Spendenbeleg zeigen, damit ich das auch beweisen kann und ihr nicht denkt, dass ich hier irgendwie nur Quatsch rede. Genau, ansonsten wird die Instagram-Seite Biking for More noch diesen Spendeneingang nochmal in die Story hochladen, dass ihr halt nochmal doppelte Sicherheit habt. Könnt es natürlich auch per PayPal machen, dann ist es besonders schnell da. Ich glaube, das werde ich jetzt tatsächlich auch machen. Ich nehme das Geld jetzt natürlich von meinem Konto, weil ich das ja in bar gekriegt habe und ich kann es mit Bargeld schlecht weiterspenden, ist, denke ich mal, auch klar. Tja, ich hatte noch nie so eine hohe Transaktion über PayPal.
Hoffentlich funktioniert das. So. Jo. Vielen Dank für deine Spende. Hier Lukas Schmidt, Kalipay Germany. Lukas, wie gesagt, mit dem habe ich mich in Verbindung gesetzt. Liebe Grüße an der Stelle, habe ich ja schon gesagt. Und jo, dann war es das eigentlich ja, mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Ich gucke mal, ob ich hier noch den Spendenbeleg habe. Kurzer Nachtrag nochmal, ich habe eine E-Mail bekommen, dass die Spendenbescheinigung erst im Februar nächsten Jahres ausgestellt wird, weil die da anscheinend nicht hinterherkommen. Ist aber auch egal, wie gesagt, auf Biking for More geht der Spendeneingang nochmal in die Story rein. Da könnt ihr euch nochmal sicher gehen, dass das Geld wirklich angekommen ist. Beziehungsweise ich kann mir auch sicher gehen, dass das Geld angekommen ist. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, langes Video. Ich hoffe, es ist nicht zu langatmig gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne mal ein Abo für diesen Kanal da. Ich denke, wir werden nächstes Jahr genau das gleiche machen. Ich werde das Geld zählen, was ich seit Januar finde, bis Dezember und das Geld dann wieder einzahlen und spenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Freitag gibt es wieder ein Sonnevideo, also ein normales Video auf diesem Kanal. Und dann würde ich sagen, bis dann, eine schöne Woche und haut rein.